Ah, so. Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerin. Es geht weiter. Ich hatte vorher irgendwie... Nein, das solltet ihr jetzt nicht machen, bitte. Hallo. Guten Morgen. Nein, ich hatte vorher irgendwie wollte Fraps nicht aufnehmen. Aber jetzt funktioniert es wieder. Wunderbar. Und wir sind jetzt gerade dabei, da irgendwie zu überleben. Und uns irgendetwas zu holen. Und unser toller Grieche hat da wieder mal Truppen. Ein bisschen geht nicht mehr. Aber ist kein Problem. Und ja, so ist die Situation zurzeit. Aber das wird es. Das wisst ihr ja wahrscheinlich. Gut. Jetzt bin ich ja mal völlig. Weiß gar nicht mehr, was da los war. Aber wir haben einen Trupp. Wir können eigentlich recht viele Truppen bauen. Das ist nicht unglaublich, wie viel wir können. Okay, du gehst da zurück. Und du machst Häuschen, damit wir noch mehr Truppen bauen können. Es lost. Yuji. Genau. Es lost. Oh, wir haben zu wenig Holz. Was für ein Wunder. Oh mein Gott. Was? Nein. Okay, ja. Jedenfalls, das ist ein Trupp. Wow, wir haben schon eine ganze Armee. Und ich nenne einfach mal so einen 30er Trupp, weil mehr können wir ja nicht gleichzeitig anklicken. Nenne ich mal Armee. Ich los. Wir kommen mal darüber. Skopos. Und du baust auch noch ein Häuschen. Genau. Und jetzt bauen wir gerade eine zweite Armee auf. Ich los. Finde ich cool. Machen wir das. Das ist ganz gesund. Für unser Überleben. Außerdem ist der Gegner dann auch weniger frech, wenn er das Gefühl hat, er hätte was zu befürchten. Und er hat was zu befürchten, das dem ist so. Ja, unsere Schiffe stehen immer noch. Und wir haben Schützen. Okay. Wow, wir haben einen Heldmurmillo. Wunderbar. Wir haben einen Castor, haben einen Bogenschützen. Ich kann eigentlich die Truppen so sortieren und dann mehrere Armeen machen. So eine mit 3-3, die schnell herum ist. Eine so Brute Force Angriff, so ein Ding. So wie die da. Okay. Und sonst noch irgendwelche Sachen? Okay. 12, okay, gut. Ja, jetzt kommt wieder einmal so der langweiligere Teil, bei dem wir wahrscheinlich einfach mal so Armee aufbauen, um das Ding zurückzuerobern, weil wir werden wahrscheinlich einen rechten Trupp brauchen, um da durchzubrechen. Okay, er hat Patrouillen, ha? Der nette rötliche Grieche da. Ist eigentlich noch interessant, Griechenland gilt ja als Geburtsstätte von Diplomatie. Und Diplomatie ist ja eigentlich so möglichst durch Reden einen Kompromiss finden, ohne sich einfach die Köpfe einzuschlagen. So theoretisch wäre das der Plan. Ja, wir sind zum Reden gekommen und wir werden schon zum zweiten Mal angegriffen. Theoretisch wissen wir nicht einmal wieso. Praktisch wissen wir es ja eigentlich, ja, wir haben da irgendwelche Tempel repariert. Na, oh, kommt schon. Das ist ein Tempel, das ist ein Gebäude, das macht doch nichts. Ja, jedenfalls. Also wir Opfer, natürlich, das muss man im Krieg immer so tun, als wäre man Opfer. Dann hat man Unterstützung, zum Beispiel aus diesem schönen Gebäude hier. Ist eigentlich noch cool, dass wir recht viel Unterstützung kriegen. Okay, Yuji. Wonderful. Eigentlich könnten wir den Trupp nach vorne schicken, weil der ist etwas angeschlagen. Und der Trupp für den quasi so ein Reservetrupp. Für den Fall, dass die Typen irgendwie wirklich mit Unmengen an Truppen da auftauchen, könnte ich sie noch zurückschlagen. So theoretisch. Das ist ja möglich. Okay. Und
Ja. Können wir eigentlich... Oh. Aber das finde ich jetzt aber cool. Wir können nur die zwei Schiffchen haben. Sonst nichts. Wir können keinen Hafen bauen. Wir können... Wartet mal. Yuji? Wir können zwar einen Tempel bauen, aber der bringt uns ungefähr nichts, denn die Gunst kriegen wir ja durch Stadtzentren und man hat uns am Anfang gesagt, Stadtzentrum vergiss es, Kleiner. Holy Bobo, jetzt hat er da auch noch eine Armee. Gott, jetzt hat er dort auch noch eine Armee. Und der Typ geht mir auf den Keks. Ist los. Ich habe nicht gern. Ich habe ernsthaft, also nichts gegen Griechen. Ich kenne ein paar. Ich habe gerade vor kurzem mit ein paar gearbeitet. Das sind coole Typen, aber... Der. Oh, wait a second, das ist gar nicht der. Hey. General hat sich verpisst, was? Ah. I am General Malagius, Lord and Master here. Genau, General Malagius ist einfach eine unangenehme Persönlichkeit. Äußerst unangenehme Persönlichkeit. Die ich gar nicht gern habe. Und der Typ hat ein rechtes Ego. Ich meine, guck mal, hat er. Er hat um sich herum fünf Staaten von sich. Da hinten hat er noch eine und da vorne hat er... Hallo? Und, okay, das ist offensichtlich so ein Narziss von den Griechen. Einer, der sich so sehr liebt, dass man es schon fast irgendwie unangenehm empfinden könnte. Dass er sich so sehr gern hat. Burek. Aber schon gut, sein Problem, nicht meins. Okay. Yuji, der Druck kommt auch hierher. Genau. Okay, wonderful. Wonderful, okay. Wunderbar. Mhm. Aber das machen wir noch nicht. Das können wir... Okay, ja. Jedenfalls, ich muss euch etwas beichten. Ich hatte am Anfang eine Idee. Einfach mal so... maximale Anzahl an Truppen zu bauen. Das sind dann, glaube ich, so um die... Ja, hallo, guten Morgen. Genau, verreckt, geht drauf. Das sind so um die 115 Einheiten und 105, jedenfalls sehr viele. Und ja, ich habe sie einfach dann alle Richtung General geschickt. Und die haben jämmerlich versagt. Die sind alle gestorben, ungefähr der letzte hier. Und daher denke ich, wir sollten wirklich zuerst mal seine Truppen reduzieren, indem wir da einzeln vorgehen. So, raus, das Zeug holen, das nächste Zeug holen und so weiter und so fort. Eins nach dem anderen. Und erst dann tun wir dann auch wieder irgendetwas. Erst wenn wir so ein wenig seine Truppen reduziert haben, seine Ressourcen reduziert haben, dann können wir dann wirklich den General auch platt machen. Worauf ich mich jetzt schon unheimlich freue. Das wird sicherlich cool. Skopos, Schluss. Keine Ahnung, wie ihr. Ich mag nicht so Menschen, die überall Statuen von sich selber aufstellen und dann irgendwelche arme Atlantier angreifen, ohne nachzufragen, was los ist. Das finde ich, ehrlich gesagt, ganz und gar nicht cool. So, und dann etwas Reiterei wäre auch cool. Haben ja schon... Wir haben schon zwei Armeen. Skopos, ist los. Yay. Ist los. Reinforcements! Und wir haben jetzt. Okay. Yuji? Euch will ich nicht. Mark. Ihr seid. Yuji. Deal is okay. Genau. Holy Bobo. Was zum Teufel? Okay, Jungs. Skopos, Yuji. Deal is okay. Ja, prügelt euch. Schlagt sie da weg. Was stehen die da herum? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt ganz und gar nicht cool. Arcanthos, du. Mark. Du versteckst dich. Haben dann nämlich genügend Truppen, um selber das zu erledigen. Weil ich darf jetzt gerade wieder neue Truppen bauen. Ah, cool, wunderbar. Ja, der Trupp ist jetzt deutlich dezimiert worden. Yuji. Okay, gut. Alles, was wir aufgebaut haben, war für nichts. Für ein Popo, wunderbar. Wonderful.
Also, wir brauchen Vordermann. Gut, ja, wenn es so weitergeht, dauert es noch eigentlich relativ lang, ehrlich gesagt. Und ich habe irgendetwas gegen sehr lang andauernde Kriege. Wir sind so lang andauernd. Okay. Yuji? Gut, wir sind 13, ja? Wobei 12 davon halbtot sind. Wonderful, okay, gut. Da läuft schon wieder irgendeine Armee herum. Okay. Mhm. So, ich glaube, als erstes schlagen wir wirklich dazu, weil das ist sein größter Trupp. Wenn wir das Ding da erledigen, wäre es gerade mal cool. Können wir da eine Mauer zumachen? Da. Ah, wartet mal. Da so zumachen. Da den kleinen, das kleine Stückchen zumachen. Dazu. Dazu machen. Okay. Dann hätten wir 4 Armeen zum Patrouillieren. Das sollte gehen. Dann können wir es halten, haben wir schon 3. So, wir haben einen Plan. Den ich mir gerade ausgedacht habe. Oh, cool, danke. Hey, Reiterei. Heldenreiterei, ja, das finde ich jetzt ganz geil. Ja? 16. Okay, gut. Und jetzt kommen einfach mal so die nächsten 10 Folgen so aufbauen, verbessern. Was hast du noch, der Kuckuck weiß was? Wey. Das sieht auch so cool aus. Ach so. Ein Haufen Reiter. Ich muss eigentlich zugeben, ich habe bis jetzt eigentlich nicht wirklich viel mit Reiter operiert. Eigentlich fast gar nicht. Skopos? Von dem her wäre es mal interessant, die sind ja an sich schnell. Wir können auch mal was lesen dazu. Cantharis, expensive and powerful. Okay. Ja. Sie sind stark. Sie sind teuer. Ja, dass sie teuer sind, habe ich auch schon herausgefunden. Und sie sind vor allem schnell, hoffentlich. Und ehrlich gesagt, was ich mich frage ist, wieso ist der Text immer noch da? Das stört. Klein wenig. Den Text irgendwie weg tun. Wahrscheinlich bei den Optionen. Ja. Aha. Okay. Okay. Mhm. Interessant, okay, ich habe keine Ahnung, wo das ist, ich guck's mir nachher an. Und sonst, ja, ich hoffe, es stört euch nicht allzu fest. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wieso das da ist. So. Gott, wie viele Truppen hat er? Holy moly, hey, hallo. Also, ganz ehrlich, ja, natürlich. Man kann natürlich nicht einfach irgendwie normal sein. Es geht nicht. Bure. 29. Okay, wonderful. Okay, was wir tun könnten, wäre schon mal Mauern bauen. Osto. Saven wir als erstes, denn sonst dauert es noch länger, wenn ich dann noch zurückladen muss. So, und das mal speichert es länger, nicht nur weil der Gegner viele Truppen hat. Wir haben nämlich inzwischen auch einen brauchbaren Satz. Ja, du glaubst jetzt, genau. Das kann ich natürlich auch reparieren. Wonderful. Erschlost. Mark. Okay.
Vorsichtig. More reinforcements have arrived. Oh, wow, ja. Nein, tut mir leid, du störst. Au! Das tat weh, du Sau. Genau. Skopos? Ja, drei, komm hierher. Ja, du kannst auch hierher kommen. Das ist erlaubt eigentlich. Yuji. So richtig viel Nachschub, das finde ich so richtig geil. Ich muss eigentlich fast nichts bauen selber. Ah, okay, ja, das hingegen ist schon fast wiederum dumm. Ab und zu. Genau. Wundervoll. Können wir nämlich auch rauslaufen. So ein wenig. Osto. Oh, Osto. Nein, reparier. Wow. Yuji. Osto. Dass mir ja niemand da reinkommt. Mark. Okay, Mark. Mark. Dann gucken wir weiter. Es könnte ja sein, dass wir das schaffen. Oh Gott. Oh nein. Oh, nein. Ah, verdammt. Osto. Okay. Ja, kann Winst, ich gehe wieder. Osto. Tut mir leid, euch gestört zu haben. Ich mach's nie wieder. Oh, ja, macht jetzt auch nichts. Die werden nämlich einfach so abgeknallt. Hey! Mein Esel, du Sau! Skopos? Ja genau, die Trupps sind Eldo. Genau, geht drauf. Verreck. Wonderful. Können wir gerade nochmals speichern. Und irgendwie, ganz ehrlich, wir sind... Wir sind bald bei 40 Minuten. Also beziehungsweise ja, eben zweite Folge 20 Minuten. Und irgendwie gab es noch keinen bösen Angriff, der mich irgendwie völlig zerstört hätte. Das finde ich beunruhigend. Ganz ehrlich. Ich finde es ganz und gar verdammt. Hör auf damit. Yuji. Das finde ich voll. Also, ganz ehrlich, Mark. Das. Hallo? Nein. Hört auf, meine Jungs da zu mobben. Das bringt euch nichts. Ihr geht drauf und. Natürlich nicht. Ja. Wieso sollte ich auch? Yuji? Okay. Skopos? Weiter geht's. Yuji. Ich will da eigentlich trotzdem zumachen. Osto. So, nach Möglichkeit. Das ist zwar ein Bogenschütze, aber... Wayne. Mark. Den können wir schon töten. Mark. Yuji. Erschlost. Okay, wundervoll. Wir haben nicht mehr genügend Gold. Okay, bau mal das. Und für weiter gucken wir dann weiter. Hopp. Genau. Ja, funktioniert. Wie pro. Okay, noch nicht ganz, aber... Okay, wir warten einfach kurz, bis wir genügend Gold haben. Und dann können wir das Ding ganz zubauen. Ja, komm jetzt. Ja, sowas. Genau sowas habe ich mir gedacht. Wir können natürlich auch... Ja, perfekt. Wow. Mach das zu. Wunderbar, okay. Ah, jetzt haben wir schon mal eine größere Fläche für uns. Ja, du Sau. Okay, das war dumm. Kleiner. Das war... Ich habe noch nie sowas Dummes gesehen. Burek. Schaut mal bitte das Ding da aus, das stört. Unheimlich. Burek. Okay, noch ein.
Burek. Yuji? Jetzt hört auf, meine Bauern umzubringen. Ernsthaft, das tut ja selber weh. Genau. Skopos, geschlossen. Okay, ist die große Frage. Oh. Burek. Oh, das war dumm. Okay, wunderbar. Du laufst jetzt auch so durch. Ah, super. Okay. Ja, wir vergessen, glaube ich, das mit der Mauer. Oder zumindest mit der Mauer fertig machen. Ja. Vorerst mal. Die steht ja schon da. Schon fast fertig, oder? Ist doch wunderbar. Oder die Seite ist abgesichert. No problem. Wonderful. Wir haben. Okay. Also bauen wir. Bauen wir weiterhin Armeen auf. Das kennen wir ja gut. 19, okay. Jetzt mehr Reiter brauche ich. Herr Joes. Okay. Und ich glaube, wir sind wieder einmal bei. Skopos? Das brauchen wir jetzt wirklich gar nicht. Was wir bräuchten, wäre vielleicht. Okay, wir haben auch keine Schmiede. Okay, wunderbar, ich kann eigentlich gar nichts mehr machen. Jedenfalls, wir sind da schön am Aufbauen. Wir sind, wenn ich immer noch rechnen kann, ungefähr jetzt bei 20 Minuten. Und ich würde sagen, wir machen da mal einen Cut. Falls ihr jetzt das Gefühl habt, ich könnte eigentlich das ganze Aufbau selber machen und euch einfach den Angriff zeigen, könnt ihr es mir gerne schreiben. Das würde uns allen Zeit sparen. Falls ihr alles sehen wollt, ist ja auch in Ordnung. Ich meine, kein Problem. Dann filme ich das. Und ja, einfach schreiben, falls ihr Wünsche habt. Ich meine, eventuell erfülle ich sie euch. Ich werde euch nicht alles erfüllen können. Also ich meine, wenn jetzt einer schreibt, ich will Frieden auf der Erde, ja, schön für ihn. Aber halt, falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, gerne schreiben. Und ja, ich würde sagen, ich speichere das mal. Und wir sehen uns das nächste Mal, sobald er gespeichert hat. Weil während dem Speichern, das habe ich das letzte Mal gelernt, kann man nicht aufhören zu filmen. Ja, jedenfalls, jetzt ist fertig. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss, ciao.